Herzlich willkommen bei Mittwochs um 4 lernen wir. Da sind wir wieder im Netz der Netze. Alles ist heutzutage online. Und das ist unglaublich, wie viel wir online sind. Ihr auch da draußen. Ihr, die Jüngeren, seid natürlich nun Tag und Nacht vor dieser blöden Scheibe, seid ich beinahe gesagt. Und solche Worte, da kommen gleich mal 5 Euro ins Phrasenschwein. Aber heute geht es weder um Tiere. Heute geht es auch nicht um Fahrzeuge, sondern heute geht es tatsächlich um die Zukunft. Um welche Zukunft? Ja, heute geht es um künstliche Intelligenz. Wir alle warten ja darauf, dass wir vielleicht irgendwann abgelöst werden durch sehr viel schlauere Bots und andere Kolleginnen und Kollegen, die uns vielleicht auch mal zeigen, wie diese Welt nachhaltig zu verändern ist, wie Mobilität der Zukunft aussieht, wie überhaupt die Zukunft aussieht. Weil manchmal könnte man glauben, wir Menschen sind gar nicht in der Lage, diesen wunderbaren Planeten auch voranzubringen. Deshalb brauchen wir KI, nicht nur deshalb. Wir brauchen sie auch an anderer Stelle, weil ich ganz fest glaube, dass uns KI wirklich hilft und am Ende des Tages doch der Mensch zählt. Ich sitze hier alleine. Bei Mittwochs um 4 lernen wir. Aber ich bin nicht alleine. Ich bin froh, dass ich wieder nach gut einem halben Jahr zwei wirklich, wirklich tolle Expertinnen von Microsoft dabei habe. Ich winke schon mal rüber. Tatjana und Anja, hallo ihr zwei. Na, habt ihr auch schon den Homeoffice-Collar oder wie sieht's aus? Aber ja, total. Total, oder? Also das hätten wir auch nicht gedacht. Wir haben unsere letzte Sendung, ich glaube, im Mai oder April, Mai zusammen gemacht, wo wir dachten, okay, das machen wir jetzt mal ein Vierteljahr und dann ist alles wieder wie normal. Ich glaube, wir müssen uns an einiges wie das New Normal, also das neue Normal, gewöhnen, weil vieles wird sich auch, wenn wir hoffentlich diese Pandemie hinter uns haben, verändert haben. Das ist so. Und ihr arbeitet an diesem heißen Zeug, ne? Also ihr arbeitet wirklich in der KI-Branche bei Microsoft. Ihr seid da richtig nah dran. So ist das. Und wir freuen uns auch riesig, heute darüber berichten zu dürfen, was es so Neues gibt in dem Bereich und was wir da konkret alles machen. Wunderbar. Also, wir haben auch ein tolles Programm für heute aufgesetzt. Also wir fangen immer an, so wie es sich gehört, dass wir dich ein bisschen quälen, Thomas, mit einem Quiz. Danach werde ich ein paar Sachen erzählen, also was es so für neue Trends gibt und was man so heutzutage macht. Und Anja berichtet aus ihren Projekten, was sie hautnah erlebt an der Front mit den Kunden zusammen, wenn sie KI-Projekte umsetzen. Wunderbar. Und meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt habt ihr schon das Erste gelernt. Wenn ihr einen Vortrag in der Schule halten sollt, dann macht man am Anfang ein kurzes Programm und erklärt mal, was sind eigentlich meine nächsten Punkte. Das hat Tatjana hervorragend gemacht. Und jetzt bin ich schon dran. Ich ahne es. Ihr habt ein Quiz mitgebracht, richtig? Ganz genau. Ein Quiz mitgebracht. Mensch und KI oder Mensch gegen KI. Wer hat Vorfahrt. Also haben die Maschinen bereits übernommen oder haben wir Menschen noch eine Chance? Also, um diese Frage zu beantworten, habe ich, Thomas, drei Zahlen für dich mitgebracht. Also da darfst du auf den nächsten Slide klicken. Oh, warte mal. Und das sind aber viele. Diese Zahlen zu interpretieren. 8 Milliarden, 75%. 1426. Alle drei Zeilen haben etwas mit KI zu tun und werden dir helfen, die Frage zu beantworten, wer stärker ist, Mensch oder KI? Oha. 8 Milliarden. Also mein erster Gedanke wäre zwar, dass es vielleicht das Geld, was wir hätten ausgeben sollen schon vor 5 Jahren für digitale Bildung, aber das meint ihr wahrscheinlich nicht, da würde es nämlich jetzt klappen, sondern ich sage jetzt mal, 8 Milliarden Zeilen Code braucht man, um eine gute KI auf den Weg zu bringen. Nehmen wir jetzt erstmal kommentarlos auf. Okay, bei 75% glaube ich, naja, das ist eine interessante Zahl, 75%, also auf jeden Fall machen wir im Moment 75% alle online. Nee, das stimmt auch nicht. Was könnte das sein? Aber vielleicht könnte man denken, dass 75% tatsächlich unsere Anwendungen auf dem Handy schon mit KI sind. Ich glaube, darüber haben wir schon mal gesprochen. Ich guck mal, ob das stimmen kann. Jetzt kommt so eine Zahl, 1, 4, 2, 6, sieht wie ein Nummernschild aus.
Aber ihr kennt mein Auto gar nicht oder habt ihr irgendwo die Kamera rumfliegen? Also 14226, wir senden ja auch in die Region Wolfsburg. Vielen Dank übrigens an Volkswagen, dass wir das zusammen machen können. Ich winke schon mal rüber. Aber 14261426. Ich sag, das ist der geheime Code, die neue 42. Ich habe mich festgelegt. Sehr gut. Also ein guter Versuch. Jetzt kommt die Enthüllung. 8 Milliarden ist die Weltbevölkerung im Jahr 2023. Also in 2 Jahren werden auf der Welt 8 Milliarden Menschen wohnen insgesamt. Also jetzt sind wir ungefähr bei 7 Milliarden, kommt noch eine dazu, 8 Milliarden im Jahr 2023. Mhm. Aber im Jahr 2023 werden wir gleichzeitig 8 Milliarden KI-Assistenten im Einsatz haben. Nein. Also 8 Milliarden Voicebots, KI-Assistenten, künstliche Intelligenzen, die uns helfen bei unseren täglichen Aufgaben. Also die Anzahl Menschen und die Anzahl Bots wird in 2 Jahren gleich sein. Haben wir dann alle so einen Chip schon im Kopf? Also meinst du das so mit gleich oder ist es nur die Anzahl? Das ist nur die Anzahl, wie das genau aussehen wird. Lasst uns einfach mal überraschen. Gut. Also was die Zukunft bringt, können wir nicht wissen. Wir können ja nur versuchen, vorherzusagen. 75% aller Kundenanfragen sind heute bereits ohne Einbezug von Menschen bearbeitet. Wenn du, ich oder Anja irgendein Problem haben, ich habe irgendwas bestellt online, die Größe passt nicht, ich muss umtauschen oder ich möchte irgendetwas machen oder ich muss mein Auto in den Service bringen und starte dementsprechend eine Anfrage mit einer Firma, mit einem Anbieter, 75% solche Anfragen weltweit heute durch Maschinen bearbeitet. Ist das nicht eine beeindruckende Zahl? Das ist beeindruckend, obwohl, es hätte ich mir auch denken können, weil wir ja alle auch Erfahrungen mit solchen Dingen tatsächlich schon haben. Manch einer ärgert sich ja auch darüber, dass man keine echten Menschen hat, aber das habe ich trotzdem nicht erwartet. Okay. Ja, bereits heute 75%. Und die dritte Zahl, 1426, ist die Anzahl Interaktionen pro Person mit KI pro Tag. Also jeder von uns, der so ein Ding hat, also ein Smartphone, interagiert mit künstlicher Intelligenz im Durchschnitt 1426 Mal am Tag. Wahnsinn. Wahnsinn. Ob wir jetzt kurz eine Suchmaschine bedienen über Smartphone oder ob wir sagen, ruf mal Anja an oder ich sag okay Google oder Hello Siri oder was auch immer, mach das, mach jenes. Jede Person, die ein Smartphone hat, kommt über 1000 Mal am Tag in Berührung mit KI. Und zurück zu unserer ursprünglichen Frage, haben die Maschinen bereits übernommen oder nicht? Das darf jeder für sich beantworten. Ich denke, diese Zahlen sind eine tolle Vorlage, um sich mal Gedanken zu machen. Also, ist es viel? Ist es wenig? Ist es gut? Ist es schlecht? Alles relativ und individuell. Ich habe das Gefühl, Tatjana, dass mich die Maschinen schon ein bisschen übernommen haben. Zumindest habe ich das Gefühl, dass mein Kalender mich fest im Griff hat und meine Meetings und dass ich eigentlich nur noch gesteuert bin über die KI und es ist ein bisschen wie Tetris, nur viel, viel schlimmer, wenn sich die Meetings übereinander stapeln und man die nach rechts und links schiebt. Und so ist es eigentlich jetzt auch im Moment mit dem Stundenplan. Ich habe von ganz absonderlichen Ideen gehört, wie Schüler gleichzeitig in mehreren Auftaktmeetings jeden Tag sein sollen. Das weiß ich auch nicht, wie das geht, aber das vielleicht macht das die KI mit ihnen. Lass uns weitergehen. Schön. Möglich. Lass uns weitergehen. Lass uns nicht abschrecken von der Zukunft, sondern von diesen Zahlen. Den
Künstliche Intelligenz kann heute schon eingesetzt werden, um wichtige Probleme zu lösen, die wir sonst vielleicht auch lösen könnten als Menschen, aber mit viel mehr. Also KI hilft uns auch heute bereits, Probleme zu lösen und dabei weniger Geld auszugeben und schneller an unser... Sehr schön. Du darfst einmal weiterklicken und wir gehen schon mal in das erste Beispiel, nämlich Qualitätskontrolle. Also was ist eine Qualitätskontrolle? Da haben wir auf dem nächsten Slide ein Bild mitgebracht, was es bedeutet. Also Qualitätskontrolle, damit kommen wir in der Produktion in Berührung. Firmen, die beispielsweise Tabletten produzieren oder Vakzinen oder Smartphones oder was auch immer, Autos, haben auch ein Fließband, stellen wir uns das einfach so mal vor, Produkte, die sie fertigstellen und manchmal haben diese Produkte irgendwelche Mängel. Und in Vergangenheit standen Menschen am Fließband und haben die Schlechten aussortiert und haben sie weggeschmissen. Und die Guten auf dem Fließband gelassen, die haben dann ihren Weg zum Kunden gefunden. Mhm. Das Ganze war sehr aufwendig, war nicht präzise. Menschen machen Fehler, Menschen brauchen Pause, Menschen müssen bezahlt werden und sie müssen auch irgendwann mal im Urlaub unwirtschaftlich. Viel besser ist es, einen Mitarbeiter zu haben, der nicht essen muss, der keine Pause braucht, der 365 Tage im Jahr, 24 Stunden im Einsatz werden kann. Mhm. Und einen solchen Mitarbeiter haben wir mit der künstlichen Intelligenz gefunden. Also die Aufgabe, Mängel in Produktion zu entdecken, übernimmt heute schon bei vielen Betrieben die KI. Habe ich verstanden. Und dann kann das mit dem Helm auch nicht mehr schiefgehen. Ihr habt immer so schöne Animationen. Ich bin nur froh, dass es der Helm ist und nicht der Kopf, weil das wäre wirklich sehr, sehr unangenehm. Aber der arme Kerl steht jetzt da und die ganze Maschine steht still. Ich will noch eine Übersetzung geben. Das Thema Vaccine, das sind Impfstoffe. Wir haben es ja auch vielleicht mit ein paar jüngeren Zuschauerinnen und Zuschauern zu tun. Also egal, in welchem Produktionsprozess, ob man Tabletten, Impfstoffe oder Autos oder was auch immer herstellt, immer dann hilft jetzt die KI tatsächlich, dass unsere Qualität gut wird, damit es keine Fehler gibt. Jawohl, damit es keine Fehler gibt. Mhm. Und jetzt habe ich einen sehr einfachen Beispiel mitgebracht, wenn Produkte, also Güter auf der Fließband liegen und der Mensch sortiert sie aus. Aber natürlich sind diese Abläufe manchmal sehr kompliziert. Und mit der Anja haben wir eine Expertin, die tagtäglich mit Firmen arbeitet, um solche Probleme zu lösen. Mhm. Sie hilft Firmen, KI einzusetzen, um Qualitätsmängel zu entdecken und zu beheben. Also Anja, erzähl doch mal. Hallo Anja. Hallo, so. Ja gerne. Das ist, wie Tatjana schon sagte, wirklich ein Anwendungsfall, der sehr häufig ist und mehr oder weniger auch jetzt schon Standard ist bei vielen Firmen, weil er einfach so gut sich eignet für die künstliche Intelligenz, weil die einfach, sie ermüdet eben nicht, sie ist eben nicht nur verfügbar, sondern wir Menschen ermüden ja, ne, wir kennen das alle, wenn wir zu lange auf dem Bildschirm gucken oder uns gehen einfach Sachen durch, weil wir uns jetzt nicht 8 Stunden am Tag konzentrieren können. Und vor allen Dingen, das seht ihr da rechts unten an diesen Beispielen, das sind zum Beispiel Fehler in Legierungen. Wenn zum Beispiel quasi, Sachen nicht richtig warte, ganz genau. Kurz. Legierungen sind spezielle Metalle, die aber, also das sind quasi Metalle, wo so andere Fremdstoffe reingebaut werden, weil sie dann besondere Eigenschaften bekommen. Genau. Ja? Super, absolut. Okay. Genau. Oder jetzt, man kann sich das also auch vorstellen, wenn jetzt zum Beispiel Schäden sind auf Verpackungen zum Beispiel oder auch in Tablettenverpackungen, überall da, wo wir, oder auch zum Beispiel auf Smartphones, also da, wo Güter hergestellt werden. Und da werden ja Sachen montiert oder sie werden geschweißt, sie werden zusammengebaut. Mhm. Und dabei passieren ja auch den Maschinen, die das auch schon machen, auch trotzdem mal Fehler. Auch vielleicht, weil das Material unterschiedlich ist. Ne? Vielleicht ist es gar nicht so gute Qualität. Mhm. Und es schleichen sich ja immer wieder Fehler ein. Und die dann eben optisch wahrzunehmen, das ist
unheimlich ermüdend, auch vor allen Dingen auch, weil diese Produktionsstraßen ja mittlerweile in einer Geschwindigkeit ablaufen, die auch für unser menschliches Auge viel zu schnell sind. Und da ist es eben sehr, sehr gut, sowas zu tun. Und viele Firmen setzen das ein und haben so im Prinzip Kameras. Das ist da links oben dargestellt, die im Prinzip auf diese Produktionsbänder gerichtet sind. Und die nehmen dann eben immer Fotos auf und dann wird eben gescannt aus verschiedenen Richtungen. Manchmal von oben, von unten, von links, von rechts, damit auch verschiedene Winkel dann auch abgegolten sind. Und dann wird geguckt, okay, stimmt mit dem alles? Oder ist ein Fehler drauf? Oder wie schlimm ist der Fehler? Ist er im Prinzip noch in einem Bereich? Und dann sortiert die Maschine das aus oder dieses Fließband wird dann umgeleitet. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und was man eben dazu braucht, sind erstmal ganz viele Bilder. Wir haben ja schon darüber gesprochen, es gibt ganz verschiedene Arten von künstlicher Intelligenz. Und bei dem Fall muss man der künstlichen Intelligenz, dem Maschinenmodell, erstmal beibringen, was ist gut und was ist schlecht. Was ist ein Fehler und was ist kein Fehler? Und das ist da rechts unten dargestellt. Und da nimmt man im Prinzip erstmal ganz viele Bilder auf. Und dann zieht man, das nennt man Bounding Boxes, also oder Boxen. Das sind diese kleinen gelben Rahmen bei diesen Bildern. Sind. Also hier zum und Beispiel da, kann ich nochmal draufmalen. Genau, das da. Genau. Und da muss man jetzt im Prinzip sagen, da ist ein Fehler. Das ist zum Beispiel, wenn man auch unterscheiden will, ist es jetzt ein Schweißproblem, oder ist das Material falsch? Da kann man sogar noch unterscheiden lernen. Aber prinzipiell muss man erstmal ganz viele Bilder erzeugen und eben diese Rahmen ziehen. Das ist ja erstmal sehr aufwendig, leider. Aber wenn das die Maschine dann einmal gelernt hat, dann kann sie im Prinzip in sehr schneller Reihenfolge das unterscheiden und natürlich dann auch unheimlich gut helfen, die Qualität der Güter zu erhöhen. Und das ist in vielen Produktionsstätten mittlerweile auch schon gang und gäbe. Und hilft uns natürlich auch, damit wir dann eben auch alle schöne Produkte bekommen. Finde ich ein sehr schönes Beispiel. Ich kann noch ein Beispiel dazu geben. Kaffee. Wenn man Kaffeebohnen sortieren möchte und eine gute Qualität haben möchte, dann sollte man Steine erkennen. Das ist noch einfach. Aber zerbrochene Bohnen zum Beispiel, die gehen bei dem Röstprozess, gehen die kaputt. Und da entstehen Bitterstoffe und Ähnliches. Und dann schmeckt Mutti, Vati, mir, vielleicht einem auch selber, als junger Mensch, der schon Kaffee trinkt, der Kaffee einfach nicht. Und das liegt oft daran, dass dann die Qualitätskontrolle nicht so gut war. Und ganz fürchterlich ist, wenn das Menschen tun müssen. Weil stellt euch vor, so ein Fließband läuft da vor euch lang und ihr müsst die ganze Zeit Steinchen oder halb zerbrochene Bohnen aussammeln. Das ist eine fürchterliche Arbeit. Wird leider teilweise sogar mit Kinderarbeit gemacht. Geht gar nicht. Also absolut No-Go. Und dabei geht das mit KI super. Und was rauskommt, ich habe so ein bisschen drauf auf eure Folien gemalt, sind dann diese grünen Dinger. Das können eure perfekten geschweißten Elemente sein. Das können aber auch Kaffeebohnen sein, die schön wunderbar sind und nicht beschädigt sind, die dann in die Röstung gehen, weil dabei kriegen sie ja dann nochmal ein bisschen den Turbo drauf, dass sie dann auch richtig gut schmecken. Vielen Dank. Gehen wir weiter. Das ist genau. Es gilt für alle Güter, gilt für Lebensmittel, Eier oder eben auch Früchte. Und das ist im Prinzip wirklich gut, weil das ist Arbeit, die wird schlecht bezahlt. Oftmals ist es eben auch nicht ethisch, das zu tun. Und auf solche Arbeit haben wir natürlich alle keine Lust. Mensch soll ja höherwertige, ne, schönere Aufgaben übernehmen. Und trotzdem wollen wir aber gute Produkte haben. Und das ist ein guter Kompromiss, wo wir dann von der KI sehr gut profitieren können. Und das ist auch wirklich ein Anwendungsfall, der sehr häufig vorkommt. Also die KI als unser Freund. Wunderbar. Tatjana. Genau. Und generell die Abläufe gibt auch weitere spannende Anwendungsfälle. Und da, Tatjana, übergebe ich wieder an dich. Augen auf bei der Berufswahl, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sage ich nur. Also es ist wirklich nicht schön, Kaffeebohnen zu sortieren. Aber Anja, wir hatten doch noch ein Beispiel. Genau. Hier sieht man jetzt mal so eine Fabrik, wo ganz verschiedene unterschiedliche Prozesse ablaufen, die dann eben von der KI unterstützt werden. Und da kommen wir dann gleich im Anschluss nochmal zu auf dieses Beispiel. Okay, das ist quasi eine, wenn ich das richtig sehe, sowas wie so eine Flaschenfabrik oder was ist das? Genau, das ist auch ein wichtiges Thema. Das ist die Plastikrecycling, also Wiederverwertung von Plastik. In dem Fall eben alte Plastik
Flaschen werden zu Bällen weiterverarbeitet, alle möglichen Arten von Bällen. Das ist ein sehr komplizierter Prozess. Und hier sieht man schon da unten, wo du da gerade warst, dass auch dort Bälle sortiert werden in gute und schlechte. Und wir kommen dann gleich nochmal darauf hinzu, weil dann nochmal gut verdeutlicht wird, wie kompliziert es auch ist, so eine ganze Produktionsstraße zu steuern. Also nicht nur in der Qualitätskontrolle und wie uns dann auch generell dann auch die künstliche Intelligenz helfen kann. Also ich habe nur kurz drauf gemeint, also das Fahrzeug dort ist der Anfang, das fährt dort rein, liefert den ganzen Plastikkram ab, also die ganzen Plastikflaschen, was auch immer. Und hier hinten wollen wir wunderschöne Bälle, vielleicht auch Stressbälle, das kann man gerade im Moment gut gebrauchen, immer mal so ein bisschen gegen den Stress, so ein Ball. Und die kommen dann dort raus und das muss eben funktionieren. Verstanden, kommen wir drauf zurück, richtig? Genau. Und schau, wie spannend das ist, einfach mal eine Beobachtung zu machen, wie wenig Menschen eingesetzt werden. Also Menschen, die wir jetzt auf dem Bild vorher gesehen haben, standen nicht mehr am Fließband, sondern sie saßen entweder am PC oder haben in ein Smartphone geguckt. Ob sie da auf Facebook sind oder was arbeiten, ist eine andere Frage. Aber schau, was sehen wir da jetzt hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Menschen. Und die Aufgaben, wirklich das Aussortieren, Flaschen zusammenpressen, werden alle von Maschinen erledigt, von der künstlichen Intelligenz. Menschen übernehmen dabei Steuerungs- und Koordinationsaufgaben. Sehr schön. Das ist doch aber wunderbar. Jawohl. Also unser nächstes Beispiel beschäftigt sich jetzt wirklich mit der Zukunft. Der Zukunft gehört Maschinen, das ist Fakt. Aber das gehört nicht nur den intelligenten Maschinen, sondern den Maschinen, die in der Lage sind, sich selber Sachen beizubringen. Oh. Also Machine Teaching ist das, was wir im Englischen dazu sagen. Machine Teaching ist der absolut heißeste Trend der Zukunft. Im Deutschen ist es ein wenig umständlich, deshalb beschreiben wir das so. KI bringt sich selbst Sachen bei. Ja? Also KI lernt nicht nur, sondern bringt sich selbst Sachen. Da bin ich jetzt gespannt, wer dort der Lehrer ist oder die Lehrerin. Jawohl, das werden wir dir jetzt gleich verraten. Also, Exkurs in die Geschichte. Okay. Wir kennen alle Maschinen bzw. Abläufe, Prozesse, die mechanisiert sind. Das bedeutet, also wir arbeiten sehr viel mit der Hand und lassen uns unterstützen durch Dampf und Strom. Mhm. Also bestimmte Maschinen werden durch Elektrizität oder Dampf betrieben und helfen uns, schwere Aufgaben zu erledigen. Irgendwas heben oder irgendwas zusammenpressen. Das, wofür der Mensch sehr viel Kraft und Energie aufwenden würde. Okay. Der nächste Schritt der Entwicklung ist Automatisierung. Also da benutzen wir Maschinen, die schon eine Art Intelligenz in sich haben. Diese Maschinen bedienen wir mittels Software, also Computerprogrammen, die wir entwickeln, um komplexe Betriebsabläufe maschinell durchzuführen. Also, und du siehst schon, hier hatten wir drei Männchen am Anfang bei den mechanisierten Abläufen. Bei den automatisierten Abläufen sind es schon mal zwei Männchen, die sind viel besser angezogen und sie haben einen Computer. Die Zukunft gehört den autonomen Maschinen. Das sind Maschinen, die komplett selbstständig Abläufe erledigen. Sie werden gesteuert durch die künstliche Intelligenz. Der Mensch übernimmt dabei die Aufgabe, Maschinen Feedback zu geben. Hat es jetzt so gepasst? I like. Oder war das jetzt noch nicht so gut? Du musst besser werden, liebe Maschine. Also so ungefähr kann man sich das vorstellen. Und warum brauchen wir autonome Maschinen? Also nicht nur, weil es Spaß macht, sie zu entwickeln und weil das sozusagen der wissenschaftliche Trend der Zukunft ist,
sondern wir haben wirklich eine Notwendigkeit für solche Systeme, also für autonome Maschinen. Warum ist das so? Also du darfst dann gleich weitergehen. Dafür gibt es diverse Gründe. Darf ich noch ganz kurz nochmal zur Erläuterung vielleicht nochmal ein kurzes Beispiel machen, weil ich das auch so spannend finde. Früher, ja, also ganz früher, als wir Menschen noch in unseren Hütten lebten, brauchten wir ja irgendwas Warmes und irgendwann haben wir gemerkt, wenn wir Wolle so übereinander durchfädeln, dann entstehen Stoffe. Und das nennt man Weben, das kennen wir alle. Ne? Wir haben ja alle Kleidung an, die ist in irgendeiner Form auch in dieser Form zusammengeführt. Dann kam, wenn ich das richtig verstanden habe, der mechanisierte Bereich. Da konnten wir dann mit der Dampfmaschine, das war dann vor allen Dingen in England so, also unendlich viele Stoffe weben und plötzlich hatten alle auch was Ordentliches zum Anziehen. Und mit der Automatisierung ging es natürlich viel, viel schneller. Wir hatten 1000 verschiedene Möglichkeiten und so weiter. Und heißt jetzt autonom, tatsächlich, dass ich mir quasi mein persönliches, also meine persönlichen Klamotten wünschen kann. Und die werden dann hergestellt. Wäre sowas autonom denkbar? Oder mein Teppich, so wie ich ihn haben will, mit meinem Muster? Ich denke, das könnte ein Anwendungsbeispiel sein. Mhm. Also allerdings, da geht jetzt Anja noch mal im Detail drauf hin, was heute schon gemacht wird mit solchen autonomen Systemen. Also ich wollte noch einmal darauf zurückkommen, warum wir solche Dinge brauchen. Mhm. Also oft ist es so, dass es nämlich nicht anders geht. Um komplexe Probleme zu lösen, brauchen wir Expertenwissen. Und es gibt manchmal nur sehr wenige Menschen auf der Welt, die ein Expertenwissen zu einem bestimmten Thema haben. Jo. Und dementsprechend ist es sehr, sehr teuer, diese Leute einzusetzen. Also die muss man erstmal ausfindig machen. Die muss man irgendwie zu sich holen. Man muss warten, bis sie Zeit haben. Also es ist wirklich sehr umständlich. Mhm. Und wenn wir jedes Mal auf eine Person warten würden, die uns berät, wäre das sehr, sehr komplex. Also wir würden sehr viel Zeit verlieren und unter Umständen auch sehr viel Geld, um Probleme zu lösen. Also du darfst einmal weiterklicken. Im Englischen sagen wir dazu Bottleneck. Ja, also wir sehen hier ein Männchen, der auf eine Flasche steht, auf dem Flaschenhals. Bottleneck, das ist die engste Stelle in der Flasche. Und durch die engste Stelle in der Flasche kommt ja nur sehr wenig raus und dementsprechend kommen wir auch nur sehr langsam voran, wenn wir immer auf eine Person warten, die Expertenwissen hat. Der zweite Grund ist, da darfst du noch einmal weiterklicken, manche Probleme sind so kompliziert, ja, dass wir durch gewöhnliche Techniken des maschinellen Lernens nicht mehr weiterkommen. Okay. Also das Thema Machine Learning, maschinelles Lernen, was uns ja schon bekannt ist aus früheren Sendungen, kommt an seine Grenzen. Um komplexe, moderne Probleme zu lösen, brauchen wir eine noch intelligentere Technologie. Okay. Und der dritte Grund für die autonomen Systeme ist mit dem Thema Daten verbunden. Unsere Zuschauerinnen und Zuschauer wissen bereits, wenn wir über künstliche Intelligenz sprechen, dann hat es immer mit Daten zu tun. Um künstliche Intelligenz zu programmieren, brauchen wir Daten, manchmal auch sehr viele Daten. Und sehr oft haben wir die Daten nicht oder nicht in der Menge. Es dauert sehr lange, um die benötigte Datenmenge herzustellen. Und das kostet sehr viel Geld. Und dementsprechend können wir uns das oft nicht leisten. Und sehr oft sind Probleme, die wir lösen müssen, so einzigartig, dass keine Daten dazu vorliegen aus der Historie. Also wir können nicht einmal an die Datenmengen kommen. Und da kommt es natürlich sehr günstig, wenn Maschinen
sich selbst Sachen beibringen können und dabei mit wenig Einsatz von menschlicher Intelligenz, mit wenig Input, so wie wir das oft sagen, zurechtkommen. Mhm. Und wie funktioniert das? Also du darfst Darf ich noch mal ganz kurz dich unterbrechen? Tatjana, ich will noch mal die zwei Folien zurückgehen und noch mal auch ein Beispiel machen, dass man so ein bisschen versteht, weil wir das gerade alle erleben, das Beispiel. Experten im Bereich der Pandemiebekämpfung und in der Impfstoffherstellung sind extrem knapp. Es gibt unheimlich wenig Leute, die das gut können. Zweitens, es ist sehr komplex, so einen Impfstoff heutzutage zu bauen. Und unsere jetzigen Verfahren, also die scheinen an die Grenzen zu kommen. Naja, und das mit den Daten, das kennen wir jetzt. Wir benutzen ja jetzt auch Impfstoffe, wo wir sogar mutig waren und weniger Daten benutzt haben, weil sie einfach auch nicht da sind. Und jetzt haben wir auch diese lange Dauer ein bisschen im Blick. Also eigentlich erleben wir im Moment direkt bei dem Thema Impfstoffen auch, wo die Grenzen sind. Und jetzt kannst du wieder weitermachen und erklären, wie das jetzt eigentlich geht. Klick doch noch zweimal weiter. Ja. Jawohl, nochmal. Ich finde dieses Bild so cool. Das müssen wir alle öfter machen, ins Fitnessstudio gehen und Sport machen. Genau das machen die Maschinen. Also genau das macht künstliche Intelligenz. Also wenn wir ins Fitnessstudio gehen, dann begeben wir uns in so eine Art künstliche Umgebung, und um unsere Muskeln aufzubauen. Also wir rennen nicht mehr durch den Wald, und genauso können wir uns das mit der KI vorstellen, wenn sie sich selber Sachen beibringt. Mhm. Also wir sagen der Maschine, schau, das ist ein bisschen Daten, was wir haben, und das ist ein bisschen Input, was wir dir geben können. Okay. Modellier dir eine Umgebung, in der du trainieren kannst, in der du lernen kannst, Probleme zu lösen. Also so ungefähr sieht das aus, so kann man sich das vorstellen. Warte, ich will noch mal fragen, also man baut quasi das Fitnessstudio für die KI, also für die Software. Also bau ein Fitnessstudio für die Software, damit sie sich trainieren kann. So ist das. Wahnsinn. So ist es. Und dann als Menschen geben wir dann, wenn wir können, Input. Also wir geben Feedback. I like. Mach weiter so. Oder nein, das war nicht gut. Hier hast du einen Fehler gemacht, wenn wir das können. Also das, der Mensch, der hier abgebildet ist, sieht verdächtig aus, wie unser Chef, der Satya Nadella, der Chef von Microsoft. Also, hallo Satya, ich winke. Jawohl. Und das ist nicht nur ein Zukunftsspiel, das passiert durchaus schon heute. Viele Unternehmen wenden diese Techniken heute an, um komplexe Probleme zu lösen. Und Anja hat sogar in solchen Fällen mitgearbeitet. Mhm. Anja. Ja, ich übernehme gerne wieder absolut das Thema, man sagt dazu auch verstärkendes Lernen oder Reinforcement Learning auf Englisch. Und ist, wie Tatjana schon sagte, die Zukunft auch für die künstliche Intelligenz, weil es eben den Vorteil hat, dass keine Daten benötigt werden und viel komplexere Szenarien noch abbildbar sind. Und wir sehen hier das Beispiel, was mal verdeutlichen soll, wie komplex eigentlich so eine sind, mal wieder in der Produktionsstraße, wie von vorhin. Und jetzt rate mal, Thomas, wenn du so einen richtigen, komplexen chemischen Prozess hast für komplexe chemische Verbindungen oder sei es jetzt zum Beispiel ganz komplizierte, spezielle Gummistoffe, wie lange da ein Mensch braucht, um diese komplexe Anlage steuern zu können? Also ich habe sowas noch in anderen Branchen gesehen, wo die Komplexität viel geringer ist. Also zum Beispiel bei Tischlern, Möbeltischlern, die Fenster bauen oder Türen bauen. Die brauchen so eine halbe Stunde, um ihre CNC-Maschine, weil das machen ja heute schon Roboter, man sägt ja nicht mehr selber, einprogrammieren, so eine halbe Stunde. Und ich vermute, auch wenn man denn um chemikalische Prozesse oder ähnliche Dinge geht, dass man
ja, das Programm einladen muss, gucken muss, für welchen Stoff ist das jetzt, man muss das wechseln. Also ich schätze so vielleicht 10, 15 Minuten. Genau, aber wie lange denkst du, musst du selbst ausgebildet sein in einer komplexen maschinellen Anlage, die wahrscheinlich Kilometer lang ist, ganz viele Ventile und Einstellmöglichkeiten hat, bis du ausgebildet bist und alle Eventualitäten beherrschst? Also so mein Gefühl aus meiner Praxis ist, man braucht ein ordentliches Studium, das sind 4, 5 Jahre. Und dann sollte ich aber vielleicht fast die gleiche Zeit auch in dem Job auch unterwegs sein, um wirklich drin zu sein. Also auf Jahre, vielleicht 10 Jahre. Bist sehr nah dran. Also hast eine sehr gute Herleitung. Ich war davon total überrascht. Also jemand, der schon ausgebildet ist, ne, der ein Ingenieur ist zum Beispiel, oder ein Chemiker, der braucht 7 Jahre nochmal, um dann diese Wahnsinn. Komplexe maschinelle Anlage zu beherrschen. Und das fand ich so wow. Also weil da natürlich so viele Möglichkeiten sind, so viele Varianten und Events auftreten können. Ja. Und das fand ich bemerkenswert. Und das ist natürlich für die Unternehmen schwierig. Erstmal die Zeit, das 7 Jahre ist extrem lange. Und überhaupt dann auch diese Leute auszubilden und in einer guten Qualität natürlich auch dann am Ende ihren Job machen zu können. Ne? Ja. Aber und wenn du auf das Beispiel gehst, dann wird das mal ein bisschen verdeutlicht, wie wir Menschen da eigentlich an unsere Grenzen kommen. Wo soll ich hingehen? Ja. Super. Das ist also die Anwendung, die finde ich ganz lustig. Man kann mit der Maus so drüber gehen. Genau, das sind jetzt 4 verschiedene Möglichkeiten. Und wir wollen genau in die Recyclinganlage, wo wir ja vorhin schon waren. Ja. Und dann kannst du dir die Demo angucken. Genau, und dann sehen wir jetzt gleich diesen Get Started, diese ganze Produktionsstraße, die wir vorhin schon gesehen haben. Okay, das ist ja ganz toll gemacht. Genau. Okay. Also den Link werden wir dann auch mit unter das Video packen, damit das jeder bekommen kann. Okay, verstehe ich. Genau. Und da sind jetzt die einzelnen Stationen. Und wenn du mal auf Plastik noch eins weiter nach rechts auf diese Waschanlage gehst, oder Formeln, du kannst dir sogar eins aussuchen. Es ist eigentlich egal, was du nimmst. Joining, es sind jetzt so verschiedene Prozessschritte. Forming. Und wenn du da auf eins gehst, genau, dann wird dir jetzt mal dargestellt, auf welche einzelnen Schritte es eigentlich ankommt. In diesem Szenario, hier geht es darum, dass man die Plastik dann wieder formen muss, wenn sie recycelt ist. Jetzt musst du im Prinzip als Mensch diese ganzen Regler manuell bedienen. Ach, herrje. Genau. So, also wenn der Pfeil nach unten geht, musst du jetzt ein bisschen runterregeln, da ist zu viel drauf. Runter. Jetzt bist du, jetzt musst du wieder hoch. Jetzt ist das andere. Und du merkst schon, die einzelnen Regler sind auch voneinander abhängig. Und je nachdem, was passiert, dann verändert sich das auch. Das kriege ich überhaupt nicht hin. Und deine Qualität, die ist nicht so gut. Und deine Effizienz, ist auch nicht so optimal. Und jetzt das ist mal so ein kleines, damit man ein Gefühl dafür bekommt, wie komplex so eine Anlagen sind. Ja. Und jetzt, wenn du draufklickst, jetzt wird gesagt, ja, wenn eine Maschine das macht, dann hat die auch viel zu tun, ne? Und es ist nicht perfekt. Aber die generelle Qualität und Effizienz ist natürlich viel, viel höher. Ja klar, Wahnsinn. Und die macht das super. Ja, genau. Oh Mann, ich glaube, zum Glück arbeite ich in einem Job, wo das so nicht ist. Aber das hätte ich jetzt nicht erwartet. Das heißt, eigentlich ist die grüne Linie die optimale und die Maschine pegelt sich so ein. Und dann am Ende, das haben wir gerade hier gesehen, das ging ein bisschen zu schnell. Kann ich das wegklicken? Nee. Dann ist sie quasi, sieht man im Hintergrund, direkt auf dieser Linie drauf. Stark. Genau. Das ist stark. Genau. Und das Komplexe und das Schwierige daran ist eben, dass es von ganz verschiedenen Parametern abhängig ist. Ne? Ja. Also selbst wenn du eine Linie, wenn du es gut austariert hast, dann passiert irgendwas mit der Presse, mit dem Druck, mit dem Material. Und dann musst du dich wieder neu anpassen. Und das ist etwas, was eben schwer erlernbar ist und natürlich auch ganz viel auf einmal passiert und wir Menschen können mit ganz viel auf einmal sowieso nicht gut anfangen. Ja, ich muss Spielen, ich muss die Regler immer dahin ziehen, wo es grün wird, aber auch das verändert sich, genau. Ich merke schon, ich verliere schon wieder.
Ich wollte das Bild nochmal zeigen, wie das die KI macht. Das ist jetzt ein Anthropo-Prozess. Ja. Also das Grüne ist quasi das, wo sie sein sollte. Und jetzt fängt die da an, das zu lernen. Aber jetzt ist sie ja schon 100% drauf. Ist ja alles grün. Das habe ich überhaupt nicht geschafft. Ja, aber jetzt hat sich wieder was verändert. Vielleicht ist jetzt ein anderes Material drin oder die eine Maschine hat sich anders kalibriert. Ne? Das kann ja unterschiedliche Möglichkeiten, Ursachen haben. Ah, okay. Und jetzt muss es sich neu ausrichten. Und das kann einfach die Wahnsinn. So eine künstliche Intelligenz viel schneller und besser. Toll. Und, toll. Das finde ich sehr eindrucksvoll. Das finde ich, verdeutlicht das sehr schön. Und wie macht das die Maschine? Die geht im Prinzip, die simuliert das. Es gibt dann eben, man nennt das dann Simulatoren, wo die Maschine dann hundertfach, millionenfach das üben kann. Alle Eventualitäten und sucht für sich die beste Strategie. Und das, was finde ich auch bemerkenswerte daran ist, wir Menschen sind eben nun mal an die Zeit gebunden. Ne? Wir können uns nicht irgendwie virtuell irgendwo hinstellen und innerhalb von 10 Minuten millionenfach trainieren. Das funktioniert von den physikalischen Gesetzen leider nicht. Und die künstliche Intelligenz kann das aber tun. Die kann im Prinzip in der Cloud mit ganz viel Computerressourcen in 10 Minuten quasi 10 Jahre simulieren. Und das ist genau der Knackpunkt. Innerhalb von 10 Minuten kann sie 10 Jahre Erfahrungen simulieren und dann im Prinzip die beste Strategie finden. Und das ist genau dieses verstärkende Lernen, was es eben auch so stark macht und wir das in Zukunft zum Beispiel auch beim autonomen Fahren noch viel mehr sehen werden. Vielen Dank. Also ich hätte jetzt Lust, eigentlich nur noch weiter zu spielen. Wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken, aber das finde ich total schön. Ja, wir sind auch soweit durch. Ja, also, aber das, was ist das? Das ist auch noch ein Beispiel jetzt. Das ist eine Maschine, die lernt, diesen Ball auszutarieren, ne? Oder auch unförmige Sachen. Wow. Und man sieht jetzt im Prinzip hier, wie die Maschine langsam für sich das lernt. Und das ist genau so eine Simulation. Das ist so eine virtuelle Umgebung. Die Maschine sozusagen virtuell, dieses virtuelle Gym, was auch Tatjana gemeint hat. Hier sehen wir das jetzt für diese Maschine. Und die kann jetzt eben üben. Die hat jetzt im Prinzip den Auftrag, lerne, den Ball in der Mitte zu zentrieren. Und das übt sie jetzt. Und sie kriegt dann im Prinzip Belohnung, wenn der Ball in der Mitte ist und in der Mitte bleibt. Ja. Und dann übt sie zum Beispiel auch, den Ball nach außen zu balancieren, ne? Hat dann auch verschiedene Übungen. Und dann kann sie im Prinzip, überträgt man das Modell von dieser Simulation auf das reale Gerät und das funktioniert genauso. Und das ist letztendlich die Idee von dem ganzen Prozess. Ja. Und das wollte ich halt sehr gerne nochmal zeigen, weil ich das auch so schön finde. Da kann man sich vorstellen, wie das passiert. Natürlich ist quasi Belohnung für die künstliche Intelligenz nicht das Gummibärchen wie vielleicht zu Hause, was ja auch nicht gesund ist, sondern das funktioniert ein bisschen anders. Aber sie kann das wirklich lernen. Es kriegt Punkte. Ja. Okay, verstanden. Jetzt haben wir noch ein kurzes Thema, wo ich gern, immer wenn wir über KI reden, nochmal rein müssen. Du, Tatjana, übernimmst wieder. Habe ich das richtig in der Erinnerung? Das machen wir zusammen. Das ist schön. Wichtig ist, hinter dieser Technologie verbirgt sich eine sehr große Macht. Unternehmen, die diese Technologie anwenden können, haben sehr viel Macht. Und mit viel Macht kommt viel Verantwortung. Jo. Deshalb unterstreichen wir bei Microsoft, bei jedem Projekt den verantwortungsvollen Umgang mit künstlicher Intelligenz. Und das sollte auch wirklich jeder von uns tagtäglich tun, wenn wir in Interaktion mit künstlicher Intelligenz kommen. Die Verantwortung für unser Handeln liegt immer bei uns. Ich als Mensch bin immer dafür verantwortlich, was ich tue. Ich steuere die künstliche Intelligenz und nicht andersrum. Das ist unglaublich wichtig. Und wir sehen immer wieder Beispiele, wenn so etwas schiefläuft. Ja. Meine Kollegen Anja und Andreas hatten mit dir, Thomas, schon eine extra Sendung gemacht über den verantwortungsvollen Umgang mit der KI. Ich denke, man kann das auf dem Channel im YouTube einmal nachgucken. Da gehen sie sehr tief ins Detail. Aber das sind jetzt eben Beispiele. Und ich sage jetzt einfach mal hier
1, was wir in der Mitte sehen. Wenn wir in eine Suchmaschine eingeben, CEO, das ist die englische Abkürzung für Chief Executive Officer, das bedeutet Vorstandsvorsitzender. Also der Oberchef, der President, der Leiter auf der höchsten Führungsebene von einem Betrieb. Jo. Wenn wir eben diesen Suchbegriff angeben und dann auf die Bilder klicken, was sehen wir? Wir sehen weiße Männer, hauptsächlich aus Westeuropa oder sowas. Und sie sind gefühlt auch alle im gleichen Alter. Und das stimmt einfach so nicht. Jo. Es gibt sehr viele Beispiele, dass Frauen oder Menschen, die eben nicht weiß sind, sondern andere Hautfarbe haben, diese Position in den Unternehmen einnehmen und die fühlen sie auch sehr gut aus. Aber eine Suchmaschine gibt uns in dem Fall vor, wie ein Chief Executive Officer, wie ein Vorstandsvorsitzender aussieht. Und natürlich, also wissen du, ich und Anja, dass es auch weibliche Vorstandsvorsitzende gibt. Aber stell dir vor, wir würden uns über einen Begriff eine Auskunft verschaffen wollen, mit dem wir noch nie in Berührung gekommen sind. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, was eine Vakzine ist oder ich weiß nicht, was ein Smartphone ist. Ich gebe das in eine Suchmaschine ein und mir werden irgendwelche Bilder gezeigt und das ist für mich die Wahrheit. Ja. Und ich werde nicht von alleine darauf kommen, was für eine Vielfalt sich hinter diesem Begriff verbergen kann. Und damit geht auch die Verantwortung einher. Also der verantwortungsvolle Umgang mit künstlicher Intelligenz oder auch mit jeder Technologie sieht vor, dass wir unser Leben in alle Vielfalt abbilden und die Sachen so darstellen, dass sie das wahre Bild, das wahre Bild zeigen und nicht das einseitige. Und ihr seid ja in Deutschland ein gutes Vorbild. Es ist ja schon das zweite Mal so, dass auf eine Geschäftsführerin wieder eine Vorsitzende folgte. Das heißt, tatsächlich stimmt das Bild in Deutschland zumindest nicht und auch in vielen anderen Bereichen nicht. Und es gibt auch sehr junge Frauen, die ganz erfolgreiche Unternehmerinnen sind. Und da muss die Suchmaschine eben ein bisschen was lernen. Und das ist aber das, was wir mit Verantwortung gemeinsam haben, wo wir einfach ein Stückchen weiter gehen wollen. Machen wir noch kurz die Prinzipien. Wir sind ein bisschen über der Zeit, aber die sind nochmal wichtig. Anja, magst du übernehmen? Genau, das ist eine Art Leitfaden, den wir haben, den wir dann, wo es auch noch ganz viele Details gibt, auch für jeden nachlesbar verfügbar, wo wir dann in den Projekten dann teilweise Checklisten haben oder wo es aber auch schon technische Möglichkeiten gibt, zum Beispiel zu gucken, hat das Modell fair gelernt oder werden in dem Modell zum Beispiel bestimmte Gruppen benachteiligt. Zum Beispiel bei der Kreditvergabe war das bei Apple gerade auch groß in der Presse letztes Jahr, dass dann die Frau einen ganz anderen Kreditrahmen bekommen hat als der Mann. Und um das schon von vornherein auszuschließen, gibt es zum Beispiel sowas wie Fairlearn, was unter Fairness heißt. Und da haben wir im Prinzip in allen diesen Bereichen, gerade natürlich auch beim Thema Datenschutz, ne? Also sind die Daten wirklich anonym oder kann ich Rückschlüsse ziehen? Sind alle Inklusionen, sind alle vertreten in diesen Datensätzen zum Beispiel? Ist es Transparenz, was das Modell entscheidet oder lernt oder vorschlägt? Dafür gibt es ganz viele Prüfungen und die wir auch berücksichtigen und immer weiter verfolgen, dass es im Prinzip wirklich Standard ist in allen unseren Projekten und auch mit unseren Kunden zusammen natürlich. Ja, und das finde ich auch einen schönen Schluss für uns heute. Mittwochs um 4 lernen wir, weil das, was wir euch jetzt alles gezeigt haben, das ist eure Zukunft. Ihr seid die Nächsten, die dran sind, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Und man muss nicht programmieren können, um mit KI umzugehen, sondern das wird ganz anders sein. Es muss Menschen geben, die auch diese Verantwortung übernehmen, die auch solche Maschinen, solche Anwendungen testen und das Fitnessstudio richtig bauen. Und dann brauchen wir Leute, die sehr kreativ sind
Und natürlich brauchen wir Kommunikationsprofis, die zwischen Maschinen und Menschen vermitteln. Und ganz zum Schluss müssen wir natürlich alle ein bisschen mehr lernen, auch kritisch mit den Dingen umzugehen. Also unsere analytischen Fähigkeiten sind gefragt. Und da muss ich leider sagen, muss die Schule ein bisschen aufholen. Aber das machen wir ja gerade für euch. Deshalb sind wir hier am Nachmittag für euch da gewesen. Bei uns war Anja Fengler und Tatjana. Jetzt kann ich deinen Nachnamen gar nicht genau lesen. Ach, Tatjana Kusch. Danke, danke. Also Anja und Tatjana, wir duzen uns ja sowieso alle in dieser Sache. Der Hashtag heißt dann gern per du auf Deutsch. Vielen Dank an euch beide Spezialistinnen von Microsoft für KI oder AI, wie es auf Englisch heißt. Und das hat man auch gemerkt. Und ich bin so glücklich, mit euch zusammen sowas zu machen. Vielleicht auf ein nächstes Mal. Das war's sehr für gerne. Heute. Vielen, vielen Dank. Ich winke mal rüber. Toll. Danke, ciao, ciao. Tschüss, meine Lieben. Tschüss.